Heyo Leute, willkommen zu diesem Video. Spontan nach Köln gereist, gerade im römisch-germanischen Museum gewesen, am Domplatz. Was im Endeffekt auch mit einer der Vorschläge war, die er mir auf Insta gegeben hat. Quasi Dom und Domplatz. Jetzt suchen wir uns unterwegs nochmal was zu essen und wollen dann noch zum Spiegel-Store und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so schaffen. Wieder zurück aus Köln, leider nicht so viel aufnehmen können. Ein paar Sachen wollte ich einfach nicht, einfach bei. Den Store auf jeden Fall gefunden, die Sachen sind gerade noch im Rucksack drin. Können wir gleich mal reingucken. Ziemlich klein gewesen der Store und den Rest klären wir gleich, ist wie schon wieder zu dunkel. Wir haben am nächsten Tag, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, irgendwas aufzunehmen. Und zwar, der Laden war ziemlich klein. Tick zu klein meiner Meinung nach, wenn man bedenkt, was... wie viele Leute da dauerhaft immer stehen. War, du wusstest nahe nicht, wo du dich hinbewegen sollst. Da habe ich mal was mitgenommen, das erste YouTuber-Merch, was ich tatsächlich gekauft habe. Das war einfach nur ein T-Shirt. Was haben wir? Schaffen wir's? Ne? Go Vlog Yourself. Qualität ist gut. Preis finde ich trotzdem ein wenig. Preis finde ich trotzdem ein wenig heftig, muss ich sagen. Wirklich heftig. Also überlegt, das war jetzt 25 Euro für ein scheiß T-Shirt jetzt. Aber nun gut, passiert, ist halt so. Und zu jedem Artikel gibt es ja so einen scheiß Schlüsselanhänger dazu. Aber was ist das scheiß? Ja. Guck mal, ob ich noch ein Bild finde, dass ich das hier irgendwo mal kurz einblenden kann, so, ne? Damit man mal einen Überblick, wie der Laden aussieht. Hat zwar nicht für mehr gereicht, gab es noch ein paar Sticker von denen mit deren Logo von deren Hund sozusagen. Vielleicht finde ich dazu auch noch was. Tja, werde mich jetzt gleich noch ans Linges setzen. Gleich an den Schnitt setzen. Noch ein paar Gedanken nebenher mal machen, so für weitere Projekte. Ist eigentlich vor, das Kapbahn in Hannover noch besuchen. Das wird aber erst irgendwann Anfang nächsten Jahres passieren, denke ich. Jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, wie das ein bisschen. Schauen wir mal, wie es läuft und was wir. Was mir für die Zeit noch ein. Naja, bis dann. Und bereit.